Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Weiter geht's mit dem Befüllen des Starterdepots mit Erfolgversprechen, Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das ist das Starterdepot, wie es ja im Moment aussieht. Wir haben noch ungefähr oder knapp ein Drittel offen. Wir investieren ja über Sparpläne in Aktien und müssen uns jetzt die schönen Aktien aussuchen, die wir dann in Sparpläne packen. Wir haben schon doch einiges hier hingekriegt gemeinsam und da bedanke ich mich nochmal bei euch für die ganzen Kommentare. Wir sind jetzt dann in diesem Video im Bereich Konsum. Das heißt, wir suchen uns eine Konsumaktie aus im nichtzyklischen Bereich. Zwei haben wir schon, jetzt kommt dann eine dritte und diese dritte Aktie wird entweder aus Großbritannien sein oder aus Japan. Kurz der Blick zurück, letztes Video, das war das hier. Ob wir Bankaktien im Depot aufnehmen sollen. Ja, ihr wisst ja, Bankaktien sind ja momentan ähnlich beliebt wie Politiker. Deshalb hier auch das Symbol mit dem kleinen Wegwerfmännchen. Nichtsdestotrotz, ihr hattet ursprünglich über einen Kommentar Bankaktien herangetragen. Ihr habt JP Morgan beispielsweise erwähnt gehabt. Und dann hatte ich ja abstimmen lassen, ob ihr euch für Bankaktien interessiert. Und mit einer hauchdünnen Mehrheit habt ihr euch dafür ausgesprochen. Und dann haben wir jetzt ja im letzten Video uns drei Bankaktien angeschaut und das waren, kann ich euch zeigen, JP Morgan, Wells Fargo und die Royal Bank of Canada. Und dann habe ich mich, war vielleicht nicht so intelligent, hinreißen lassen, noch eine vierte Option zu machen, nämlich ich will keine Bankaktie haben. Natürlich, und einige von euch haben das ja schon vorweggenommen, kam so, wie es kommen musste, die Leute, die von euch, die vorher schon keine Bankaktie haben wollten, die wurden durch das Video nicht überzeugt, sich für Bankaktien zu entscheiden. Und nach wie vor ist das die stärkste Gruppe, die keine Bankaktie sich wünscht. Royal Bank of Canada mit 29% am besten abgeschnitten. Danach JP Morgan und Wells Fargo ist ziemlich untergegangen. Naja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dann ebenfalls keine Bankaktie aufzunehmen. Also es bleibt dabei. Wir haben im Finanzsektor momentan eine Aktie, das ist Visa. Und möglicherweise wird es auch die einzige Aktie im Finanzbereich bleiben. Aber es ist gut, denke ich, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir gesehen haben, welche Banken es gibt, was für Probleme die haben. Und auch hier nochmal danke für die ergänzenden, teilweise korrigierenden Hinweise, die ihr abgegeben habt. Ist große Klasse und macht echt Spaß mit euch. Jetzt bewegen wir uns also in diesem Bereich und bevor ich es vergesse, wenn ich es vergesse zu erwähnen, werde ich nämlich darauf angesprochen, ob das Ganze noch gilt. Ja, es gilt. Um was geht's? Es geht hier um das Angebot. Und zwar, wenn ihr selbst noch in Aktien investieren wollt, am Anfang steht ein Online-Broker sucht, dann könnt ihr hier ein Angebot wahrnehmen. Und zwar könnt ihr euch dann wie üblich auch oder einen Broker aussuchen, der zur Auswahl steht. Hier gibt es Consors, da führe ich auch das Depot hier, Starterdepot, Comdirect und noch einen anderen Broker, der allerdings nicht sparplanfähig ist. Und das eigentliche, der eigentliche Clou in der Sache ist, es gibt dann eine Aktienfinder-Vollmitgliedschaft über 90 Tage gratis dazu. Und das könnt ihr dann kombinieren mit einem Angebot eines der Broker, weil die Vollmitgliedschaft eben von uns kommt. Und dann noch eins, bevor es richtig losgeht, der Risikohinweis. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Eigentlich alles Common Sense. Also bitte selbst sich Gedanken machen, bevor man auf den Kaufen-Button drückt. So, jetzt zum eigentlichen Teil. Und zwar haben wir jetzt hier drei Aktien. Wir haben 7&E Holdings, Reckitt Benckiser und Diageo. Ich habe gelernt, wie man das ausspricht. Reckitt Benckiser und Diageo, die haben vorher schon, und wo sehen wir es, die waren schon mal in der Abstimmung drin, haben verloren, sind aber nicht untergegangen und sind an sich wirklich gute Aktien, weshalb wir die dann nochmal zur Abstimmung geben können. Macht auch insofern Sinn, als dass beide Aktien aus Großbritannien sind und ihr habt es auch schon gesagt, wie sieht es mit der regionalen Diversifizierung aus? Und da tun wir ja jetzt was in diesem Video für, denn der Gewinner wird entweder aus Großbritannien kommen oder aus Japan. Diageo hat gegen Pepsi verloren und Reckitt Benckiser hat gegen Unilever verloren. Diageo hat relativ gut abgeschnitten mit über 30% der Stimmen. Ich denke dafür, dass viele Diageo überhaupt nicht gekannt haben vorher, gehe ich mal davon aus, bevor ich die im Aktienfinder hatte, habe ich es auch nicht gekannt. Ich bin halt auch kein Johnny Walker-Trinker. Oder Wodka Smirnoff und was die noch alles haben.
Also dafür haben die 30% oder 31% relativ gut. Reckitt Benckiser hat halt einen starken Gegner gehabt mit Unilever, aber jetzt ist Unilever ja weg, beziehungsweise schon im Starterdepot. Und jetzt gucken wir mal, wie Reckitt Benckiser abschneidet. Ich habe, oder wenn ihr euch für die Detailanalysen interessiert, die gibt es natürlich immer entsprechend in den Videos hier. Könnt ihr dann euch anschauen. Die einmal dieses Video und einmal dieses Video hier. Ich gehe trotzdem noch kurz ein, jeweils auf die Aktien, und wir gucken uns dann noch die Kennzahlen an, einfach um dann nochmal einen direkten Vergleich zu haben zu dem Japaner, zu 7E Holdings. Fangen wir mal an mit Reckitt Benckiser. Was machen die? Haushaltsprodukte, also Haushaltsreiniger und Körperhygiene. Ich kann mich ja noch an Clearasil erinnern, ist allerdings schon eine Weile her bei mir. Und wir gucken uns dann hier, wenn wir uns kurz noch anschauen, die Kennzahlen oder einfach auch optisch. Und allein das Optische sagt ja viel aus. Wir sehen ja die steigenden Umsätze. Kurz gehen Sie mal runter hier. Wir sehen auch hier den Grund wegen Verkauf Lebensmittelsparte. Reckitt Benckiser hat sich also getrennt von den Lebensmitteln. Das Konzernumbau, das ist in der Konsumbranche nichts Ungewöhnliches. Man versucht halt, die Sparten abzustoßen, die nicht zur, wie man so schön sagt, Kernkompetenz gehören, sich zu verschlagen, sich zu fokussieren, auf seine Stärken zu konzentrieren, um einfach stärker zu wachsen in der Zukunft. Hat eben auch Reckitt Benckiser so gemacht. Langfristig steigende Dividenden, steigende Gewinne, steigende Umsätze, relativ stabile operative Margen. Insofern erstmal alles in Ordnung. Ich möchte dann zur Bewertung gehen, und ihr wisst ja, dann scrolle ich immer hier runter, und dann haben wir ja hier die KGV, ein Jahres, 10 Jahres KGV. Daraus leiten wir dann die fairen Werte ab. Dann wieder Dividenden, machen wir was Ähnliches. Wir haben hier die historische Dividendenrendite und berechnen dann auch da einen fairen Wert, und dann sehen wir hier das Ergebnis, wissen, ob die Aktie jetzt eher günstig oder teuer ist. Sehr hilfreich. Jetzt gibt es im Aktienfinder was Neues, und zwar sind wir hier immer auf, oder berechnen wir hier immer den aktuellen fairen Wert auf dem 10-Jahres-Durchschnitt des KGVs, KCVs oder der durchschnittlichen Dividendenrendite der letzten 10 Jahre. Das haut oft hin, aber nicht immer, weil die letzten 10 Jahre nicht immer repräsentativ sind für das Unternehmen, weil in den 10 Jahren was passiert sein kann, dass sich das Wachstum beschleunigt hat oder das Wachstum abgenommen hat. Und es geht eigentlich immer darum, dass man die Durchschnittswerte nehmen muss der letzten Jahre, die für das Unternehmen repräsentativ sind. Und da das hier nicht möglich ist immer, und ab und zu, also im Fall von Reckitt Benckiser nehme ich es mal vorweg, da ist es in Ordnung, aber nicht immer. Und weil es eben nicht immer so ist, gibt es jetzt im Aktienfinder die Möglichkeit, den Zeitraum, auf dessen Grundlage wir diese historischen Durchschnittswerte berechnen, die dann benutzt werden, um faire Werte auszurechnen, dass wir diese Zeiträume selbst festlegen. Wir sehen hier die Kursentwicklung von Reckitt Benckiser, und ich blende jetzt mal den Gewinn pro Aktie, den operativen Cashflow und die Dividende ein, weil für diese drei Fundamentaldaten können wir dann die faire Werte berechnen. Und den Kurs blenden wir erstmal aus. Und was wir hier im Prinzip sehen, das ist, dass Reckitt Benckiser geblieben ist, fundamental. Das heißt, wir haben zwar hier mal relative Einbrüche, insbesondere beim Gewinn, beim bilanzierten Gewinn. Der ist ja für außerordentliche Geschäftsvorfälle wie eben Verkauf der Lebensmittelsparte sehr anfällig im Gegensatz zum operativen Cashflow. Aber im Prinzip hat sich jetzt nicht das Unternehmen nicht wesentlich geändert. Also es wächst halt nach wie vor weiter, und da gibt es jetzt keinen Bruch. Ich erkenne ihn jedenfalls nicht. Hier nicht irritieren lassen, dass die Dividende da mal runtergegangen ist. Das muss in der Unregelmäßigkeit im Dividendenrhythmus mit einer Unregelmäßigkeit im Dividendenrhythmus zusammenhängen. Wir haben ja hier monatlich die Dividende der letzten 12 Monate, und da lag es vielleicht mal um Monat, hat sich die Dividende mal im Monat verschoben, sodass hier quasi für den 31.03.2015 nur eine Dividende gezählt hat, anstatt beide Dividenden. Einfach dann ignorieren, auch der faire Wert, der da rauskommt, der geht natürlich dann nach unten. So, und wie gesagt, der Zeitraum ist hier meines Erachtens jetzt nicht wirklich wesentlich. Deshalb wähle ich einfach irgendwas aus. Dann nehme ich hier die Maus und fahre einfach dann hier rüber. Dann habe ich den Zeitraum, und dann sehen wir hier KGV, KCV, die Dividendenrendite 2,6% im Schnitt. Also wenn ich einen anderen Zeitraum auswähle, dann ändert sich das mehr oder weniger leicht. Hier jetzt sind es 21,4, vorher waren es 20,9. Wie gesagt, das ist nicht
absolut nicht wesentlich. Und dann blende ich die Dinge mal aus, die Fundamentaldaten, blende den Kurs ein. Und jetzt können wir auf Basis dieser Multiples hier dann die fairen Werte uns anzeigen lassen. Die sind jetzt ausgerechnet worden, wir haben sie bloß nicht angezeigt. Und dann haben wir einmal den fairen Wert basiert auf operativen Cashflow. Das wäre dann das hier. Und jetzt kann ich auch ein bisschen, ich kann auch näher rein, so mache ich gleich, einen fairen Wert basierend auf dem Gewinn. Hier ist ja der Einbruch, weil der Gewinn eingebrochen ist, wegen des Verkaufs der Lebensmittelsparte. Muss man also ignorieren, dieser faire Wert hier ist nicht aussagekräftig. Dann haben wir den fairen Wert der Dividende. Hier seht ihr den angekündigten Einbruch, aber technisch bedingt wegen Dividendenrhythmus. Und danach ist wieder quasi alles normal. Und dann kann man jetzt hier reinzoomen, um das Ganze ein bisschen näher zu betrachten. Und interessant natürlich der Zeitpunkt Stand heute, wo die Aktie 60, 97 britische Pfund kostet an der Heimatbörse. Und dann müssen wir jetzt halt die fairen Werte gegenhalten. Und wir sehen ja schon, dass der operative Cashflow, der faire Wert basiert auf operativen Cashflow, ausgerechnet Stand 30. Juni 2019, also das ist dann quasi das letzte Ist-Ergebnis, wäre 58 britische Pfund. Und basierend auf dem Gewinn wären es knapp 69 britische Pfund. Hier wäre die Aktie also unterbewertet, hier wäre sie leicht überbewertet. Und was die Dividende angeht, da haben wir sogar das Monats genau. Und da wäre es ein fairer Wert von 60,97, also 2 britische Pfunds unterbewertet, also fast Punktlandung. Und wir sehen dann hier, dass wir steigende Gewinne haben sollen, steigende Cashflows, natürlich auch steigende Dividenden langfristig, würde dann dazu führen, dass der faire Wert anspringt. Und es wäre dann schon das schon zum 31. Dezember. Da ist dann das Geschäftsjahr zu Ende, ist ja nicht mehr so lang. Wir haben ja jetzt Ende August. Und wenn es dann so kommt, wie die Analysten prognostizieren, hätten wir hier schon eine Unterbewertung, weil da hier fairer Wert 70,72, aktueller Kurs 61 britische Pfund. Und das geht dann natürlich immer so weiter mit der Unterbewertung, die immer markanter wird, weil wir hier halt mit steigenden Gewinnen und Cashflows und Dividenden rechnen. Das ist also der faire Wert quasi bei Reggie Bankisser. Man sieht, dass die unterbewertet sind. Hier unten seht ihr übrigens dann noch die KGVs, KCVs pro Geschäftsjahr und die durchschnittliche Dividendenrendite. Könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Dann das Ganze vielleicht nochmal in Dividendenturbo. Hier seht ihr ja, dass laut Dividende haben wir im Prinzip eine Punktlandung, könnten dann auch erwarten, dass die Dividende so im historischen Mittel liegt, jedenfalls basierend auf den Zeitraum, den wir hier ausgewählt hatten. Was war es denn eigentlich? Nur mal gucken. So ungefähr 10 Jahre, ne? Ja, Pi mal Daumen 10 Jahre. Und da sehen wir jetzt Reggie Bankisser. Aktuelle Dividendenrendite ist 2,84%. Und hier seht ihr wieder den Ausreißer nach unten übrigens. Und wie geht es weiter? Wir haben hier die Dividende. Wir sehen, dass die hier, kann ich mal, ja, zoomen wir mal rein. Hier kann man zoomen, indem man mit der Maus hier drückt. Und da sehen wir, dass die Dividende ungefähr in der Mitte liegt. Und wenn ich den 10-Jahres-Korridor mir anzeigen lasse, das ist im Prinzip das Gleiche, dass die Dividende relativ nah in der Mitte liegt. Das ist mehr oder weniger die gleiche Aussage von dem, was wir vorhin gesehen haben, wo wir halt einen fairen Wert rausgerechnet haben. Das sind halt alles Dinge, die sich aneinander ergänzen. Der eine kommt halt lieber von der Perspektive, hat halt eher die Dividendenbrille auf. Und der andere, der hat halt eher die gewinnfokussierte Brille auf. Aber im Prinzip ist dann am Ende nur wichtig, dass man das Ganze ganzheitlich betrachtet und weder das eine noch das andere weglässt. Von wo man kommt, ist dann eigentlich sekundär. So, dann gucken wir uns mal Diageo an. Vielleicht zuerst wieder mit der Gewinnentwicklung, um zu gucken, wie gut das Unternehmen eigentlich so als langfristiges Investment ist. Und da sehen wir das Ganze hier. Und das ist ja schon beeindruckend, wenn wir sehen, wie die Dividenden schön regelmäßig ansteigen. Seit 2000 sehen wir das hier. Und die bilanzierten Gewinne, der operative Cashflow, das ist alles wunderbar. Wir sehen hier ja beim Umsatz einen Einbruch. Ich glaube, das war der Verkauf von Burger King. Diageo ist übrigens auch mit über einem Drittel an LVMH beteiligt, der französische Luxuskonzern. Und ich vermute, dass LVMH bekannter ist als Diageo, obwohl Diageo eben über ein Drittel von LVMH gehört.
Wenn wir hier unten nach unten scrollen, sehen wir schon, dass der Aktienkurs sehr gut gelaufen ist und dass hier jedenfalls aus der 10-Jahres-Betrachtung die Aktie deutlich überbewertet ist. Gucken wir mal, ob es stimmt, beziehungsweise ob wir das hier bestätigen können. Gucken wir uns Diageo an. Und halt, machen wir das erstmal weg. Wir machen das erst nochmal ein bisschen didaktisch. Gucken hier nochmal Gewinn, operativen Cashflow und Dividende. Und jetzt sehen wir, wie schön regelmäßig die Dividende hier gesteigert wird. Das ist der längste Zeitraum, zu dem wir hier da, also ab 2000 lasse ich das immer einblenden. Und der Gewinn und der operative Cashflow. Wir könnten hier vielleicht hingehen und den Zeitraum hier beginnen lassen, damit wir diesen Gewinneinbruch, Gewinn pro Aktie, 2 britische Pence nicht drin haben. Machen wir mal. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Hier haben wir jetzt also durchschnittliches KGV von 18,5, KCV 17,5 und die Dividendenrendite im historischen Mittel betrug 3%. Sieht man schon, wenn man hier hinguckt auf die Zahlen. 26,2. Ich mache es mal größer. So, sieht man schon, wenn man hier guckt auf die Zahlen. 26,2 KGV liegt natürlich deutlich über dem KGV von 18,4, KCV 17,4 im Schnitt, 25,5 momentan, auch deutlich drüber, und die Dividendenrendite im Mittel war sie 3% und momentan 2,2%, deutlich drunter. Also die Aktie ist momentan eher überbewertet, also eher teuer, ich sag's mal so. Hier ist der Kurs. Ihr seht ja, wie der Kurs angezogen ist in der jüngsten Vergangenheit. Und das hinterlässt natürlich bewertungstechnisch Spuren. Blenden wir mal den fairen Wert KGV ein. Und wir sehen erstmal natürlich die Überbewertung. Basierend auf den Zahlen vom 30. Juni wäre der faire Wert bei 24 britischen Pfund. 34 kostet die Aktie, also ist deutlich drüber. Wir gucken uns mal, basierend auf dem operativen Cashflow, das Ganze an. Da kommen wir im Prinzip zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Der faire Wert nach der Dividende ist im Prinzip das Gleiche. Ich sage immer, dass wenn wir hier so faire Werte haben, die sich relativ nah aneinander schmiegen, ist auch schon allein für sich ein Qualitätskriterium, weil es einfach nur mal zeigt, dass die fundamentalen Daten, also die Gewinne, die Dividenden, die Cashflows, dass sie sich alles schön parallel, stabil zueinander entwickeln. Und ihr seht ja, wenn ich nur die Fair Values anzeige, dass die Aktie einfach immer wertvoller wird, weil das Unternehmen an sich immer wertvoller wird, weil die Cashflows, die Dividenden und so weiter gesteigert werden. Wenn wir hier gucken, 2004 wäre der faire Wert bei 8,70 britischen Pfund gewesen und jetzt liegt er halt bei 24 britischen Pfund, also das ist deutlich drüber, also mal 3. Und 2,21 wären wir dann bei 30, 31 britischen Pfund. Also ist natürlich schon eine gute Sache, wenn man bei so einer Aktie langfristig investiert ist. Was die ganze Sache ein bisschen trübt, ist natürlich der aktuelle Kurs. Aber wir gehen ja über Sparpläne rein. Das heißt, wir kaufen nicht ein, wir würden nicht einmal kaufen, falls Diageo gewinnt, zu dem Kurs hier. Und dann müssten wir damit rechnen, dass irgendwann, wenn die Börsenstimmung allgemein umschlägt oder wenn Diageo vielleicht mal einen kleinen Schwächler hat, kann man ja auch nie ausschließen, bei keinem Unternehmen, dass dann der Kurs ähnlich wie bei 3M schwer zurückkommt und dass wir dann hier erstmal auf Buchverlusten sitzen. Über Sparpläne gehen wir Monat für Monat sukzessive rein. Und wenn es nach unten geht, klar haben wir auch Buchverluste, aber dann kaufen wir einfach günstig weiter. So, das wäre Diageo. Ich denke, den Dividendenturbo soll ich den noch kurz zeigen. Ja, machen wir mal einfach nur zur Übersicht, dass ihr halt seht, dass die Dividendenrendite momentan eher niedrig ist im historischen Mittel. Früher gab es schon mal deutlich mehr. Dividendenrendite während der Finanzkrise von über 4%, mit der man hätte einsteigen können. In 2015 gab es auch noch mal 3,2% immerhin. Und momentan eben relativ bescheiden, aber immerhin 2,15%. Nachher schauen wir uns noch die Dividendenkennzahlen an im Aktienfinder. So, jetzt 7&E Holdings. Gehen wir mal in den Aktienfinder. Das wäre jetzt also der Kandidat aus Japan, dem Reich der Mitte. Und was machen die denn eigentlich? Und hier ist eine kleine Übersicht, was 7&E Holding eigentlich alles so treibt. Bei denen dreht sich mehr oder weniger alles um Supermärkte. Und
Und zwar angefangen von Convenience Stores, das sind so ganz kleine Supermärkte, wo man einfach mal reingeht, wenn man merkt, dass man was vergessen hat, und dann holt man sich den Rasierschaum oder eine Flasche Wasser. Zu den normalen Supermärkten, sage ich mal, die sind ja etwas größer, bis hin zu den ganz großen Kaufhäusern. Das sind also die klassischen Kaufhäuser wie Kaufhof oder Karstadt, sowas ähnliches. Dann gibt es auch noch Superstores. Und die betreiben auch nebenbei Kindergärten. Ist ja vor allem in Japan wohl wichtig, weil wenn man da eine junge Familie ist, dann müssen ja beide arbeiten, weil einer allein eben die Familie nicht ernähren kann. Wegen unter anderem den Immobilienpreisen. Das Unternehmen besitzt natürlich entsprechend viel Immobilien. Das geht irgendwie aus der Grafik, glaube ich, auch indirekt hervor. Die haben auch eine Bank hier, wo dann auch Kreditkarten ausgegeben werden und die auch viele Geldautomaten haben, birgt natürlich auch gewisse Synergieeffekte. Die geben den Konsumenten dann Kreditkarten aus, wo es dann wieder so Bonusprogramme drauf gibt, wenn man die Konsumenten dann auch brav in einem von diesen Supermärkten oder Kaufhäusern einkaufen. Ja, das ist im Prinzip so das Große und Ganze. Dann haben sie noch natürlich eine einzelne Abteilung, um die ganzen Immobilien zu verwalten und um neue Immobilien zu erschließen, wenn sie ein bisschen wachsen wollen und irgendwo noch Supermärkte eröffnen möchten. Das ist im Prinzip das Geschäftsmodell von 7&E. Und ich glaube, da gibt es auch mal eine Grafik oben drüber, wenn ich mich richtig erinnere, wo die überall tätig sind. Hierzulande nicht, deshalb sind die auch nicht so bekannt, aber hier seht ihr es. Natürlich im Kernland ist Japan mit knapp 22.000 Läden, Asien 32.000 ungefähr, 520 in skandinavischen Ländern und in Nordamerika auch noch relativ stark mit knapp 12.000 Läden, insbesondere im Südwesten, nahe an der mexikanischen Grenze, Kalifornien habe ich gelesen. Und dann gucken wir uns mal an, ob das Ganze so langfristig läuft. Und das seht ihr ja hier. Gucken wir uns erstmal den Gewinn an. Es geht mal hoch und mal runter, aber prinzipiell steigt es ebenso wie die Dividenden. Die bleiben ab und zu mal ein paar Jahre lang konstant und dann steigen sie wieder. Hier gab es mal eine kleine Sonderdividende. Der operative Cashflow, der ist ebenfalls, wenn wir jetzt mal die Finanzkrise hier nehmen als Startpunkt. Dann sieht das Ganze schon noch mal ein bisschen besser aus, steigend. Und ähnlich auch hier der Umsatz. Warum er jetzt hier runter ging, das weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt, aber so langfristig sieht man schon, dass der Umsatz leicht nach oben geht. Und jedenfalls seit 2011, 2012 sind die Margen absolut stabil, sind insgesamt relativ niedrig mit 6%. Das ist aber an sich nicht schlimm, weil es ist halt das Geschäftsmodell des Einzelhandels. Da macht man halt keine so großen Margen wie jemand, der in der Softwarebranche beispielsweise tätig ist, wenn es denn läuft, ne? Dann, was so, gucken wir uns denn an. Gehen wir kurz mal in die Vollanalyse rein. Und was sehen wir hier? Ach so, wir können mal noch den freien Cashflow angucken, weil der ist ja notwendig, um zu gucken, ob die Dividenden gedeckt sind. Und da sehen wir das Ganze. Hier sehen wir, dass wir im Geschäftsjahr, was zum Ende Februar endet, die Dividende mal nicht komplett gedeckt gewesen ist. Sie wurde aber trotzdem gesteigert von 90 auf 95 japanische Yen. Und jetzt ist der freie Cashflow wieder deutlich über der Dividende. Das Ganze sehen wir dann auch hier, wenn wir, ich tue es mal, uns die Tilgungskraft anzeigen. Da sehen wir hier, dass die Dividende eben nicht ganz gedeckt war einmal. Jetzt aber alles wieder gut. Vorher war sie viele Jahre lang gedeckt. Es gibt immer mal einzelne Jahre von einer Unterdeckung. Schauen wir uns mal an, wie es so um die Bilanz steht. Gucken wir mal an, wie viel Cash haben die denn hier. Und Wertpapiere, die ich mal schnell zu Cash machen kann. 1,4 Milliarden Millionen japanische Yen. Frag mich nicht, was das jetzt für eine Zahl ist. Ist auch nicht so wichtig. Man müsste die einfach nur ins Verhältnis stellen hier zur Dividende, ins Verhältnis setzen. Da ist die Dividende hier 83, also 84 quasi. Und Cash und Wertpapiere sind ja deutlich drüber mit 1.400 zu 84. Also muss man sich erstmal keine Sorgen machen, dass die Dividende nicht bezahlt werden kann. Jedenfalls meine Interpretation. Gucken wir mal. Das wäre dann eben Cash und Cash-ähnliche Wertpapiere im Vergleich zum
zu den restlichen Assets hier. Da wird viel Immobilienvermögen drin stecken. Dann blenden wir mal noch die Schulden ein hier. Dann sehen wir, dass es auch Schulden gibt. Das ist aber eigentlich ja eine recht ruhige Bilanzhistorie ist. Sie ist dann angewachsen. Hier ging es mal ein bisschen nach unten. Da wurde wohl was verkauft. Deshalb sicherlich auch die rückläufigen Umsätze hier. Hat man also was abgestoßen vom Unternehmen. Das machen wir mal weg mit der Tilgungskraft. Sieht man es noch ein bisschen größer. Und dann hat man wieder angefangen, leicht zu wachsen. Und hier hat das Ganze mal beschleunigt hier von 2012 bis zu 2015. Hat dabei auch Schulden aufgenommen. Wenn wir uns die Schuldenquote anzeigen, da sehen wir aber, dass das alles sehr stabil ist. Die lag nach dem Verkauf bei ungefähr 50% und jetzt bei 55%, 10 Jahre später. Also ist alles in Ordnung. Goodwill gibt es auch, aber der fällt doch relativ bescheiden aus mit 3 Milliarden Millionen japanischen Yen. Und Treasury Stocks gibt es tatsächlich, aber total winzig. Aktienrückkäufe gibt es so gut wie keine. Das heißt, wir haben auch pro Aktie keine Bilanzverzerrung oder keine Verzerrung der pro Aktie Kennzahlen so rum. Und unten kommt jetzt die Bewertung. Die gucken wir uns jetzt aber im eigenen Tool hier an, was wir hier haben. Wäre ja blöd, wenn wir es nicht machen. Wenn es das schon gibt, dann machen wir jetzt aber erstmal hier die fairen Werte raus. Auch den Kurs machen wir weg. Und lassen uns erstmal hier die Fundamentaldaten anzeigen. Suchen jetzt mal die richtige Periode raus. Und wir sehen ja hier, dass wir hier diesen Einbruch haben. Wie weit geht es zurück bis dahin? Ja, ich würde mal vorschlagen, wir nehmen vielleicht ab hier. Dann haben wir hier die zwei niedrigen KGVs nicht drin. So, ab da, ne? Und was den operativen Cashflow angeht, denke, das sollte auch in Ordnung gehen. Und was die Dividende angeht, sicherlich auch. Also das entwickelt sich ja sowieso relativ konstant. Und dann machen wir das mal hier weg. Und gucken wir uns jetzt mal den Kurs an erstmal. Da ging er erstmal nach unten und dann ist der Kurs wieder gestiegen und jetzt hat er wieder ein bisschen korrigiert. Gucken wir uns mal an, was die fairen Werte zu sagen haben. Das ist der faire Wert basierend auf dem Gewinn. Hier ging der Gewinn mal nach unten. Da wäre dann die Aktie, also wäre durchschnittlich bewertet mit einem KGV von 1,26. Und auf dieser Basis sollte die Aktie mehr wert sein. Gucken wir uns mal an, was der operative Cashflow sagt. Der schwächelt hier leicht, geht also leicht rückläufig hier prognostiziert. Ne? Seht ihr, dass es nach unten geht? Geht auch der faire Wert ein bisschen nach unten, danach fängt er sich wieder. Wäre aber auch noch eine leichte Unterbewertung, weil der Kurs ist momentan liegt bei 3.700 japanischen Yen und hier wäre der faire Wert 3.900 japanische Yen. Gucken wir mal, was die Dividende sagt. Die Dividende, die ist im Prinzip in der Nähe vom fairen Wert beim Gewinn. Da wäre dann der faire Wert irgendwo bei 4.700 japanischen Yen, also deutlich unterbewertet aus dieser Sicht. Wichtig immer, also meiner Meinung nach, dass wir das Ganze in der Heimatwährung analysieren und nicht jetzt zum Beispiel in Euro oder so, damit wir die Wechselkurseinflüsse draußen haben. Natürlich gibt es immer Wechselkurseinflüsse, wenn ein Unternehmen, das international ist, in Ausland operiert, dann werden die Umsätze ja am Ende aller Tage in japanische Yen umgerechnet. Trotzdem halte ich es für besser, wenn wir in japanischen Yen analysieren, um zu gucken, wie das Unternehmen wirtschaftlich tatsächlich läuft, weil viele Umsätze oder die meisten Umsätze, die werden ja tatsächlich auch in japanischen Yen erwirtschaftet und eben nicht in Dollar oder Euro hier, sodass da zwar Wechselkurseinflüsse sind, aber alles, was hier erwirtschaftet wird, da gibt es eben keine Wechselkurseinflüsse. Dann müsst ihr nochmal gucken, oder das war das Stichwort. Wir sind hier immer noch auf der Seite von 7&E Holding. Und da gibt es nochmal Informationen, ein bisschen aufgedröselt auf die einzelnen Segmente. Ich habe euch ja gezeigt, dass 7&E Holdings unterschiedliche Arten von Supermärkten haben und die machen
den meisten Umsatz und vor allem das meiste Geld, den meisten Gewinn mit den kleinsten Einheiten, also mit diesen Convenience Stores. Das ist das Grüne hier. Das ist Operating Income. Und da seht ihr, dass die Convenience Stores am meisten zum Gewinn beitragen. Und als nächstes kommen dann hier diese Financial Services, also die Hausbank, wenn man so will. Die wirft auch nochmal ordentliches was ab. Und dann kämen diese Superstore Operations, also was deutlich Größeres schon. Also deutlich größer, immobilientechnisch gesehen, supermarkttechnisch gesehen. Und hier seht ihr das Ganze nochmal. Und was vielleicht auch interessant ist, das war eine regionale Aufteilung nach den Umsätzen und so weiter. Und da seht ihr, dass die Umsätze, die gibt es hier und hier gibt es das Operating Income, also was hängen blieb. Und da seht ihr, dass Japan macht mit Abstand den größten Teil aus, wo die Umsätze herkommen, wo das Operating Income herkommt. Und an Nummer 2 steht dann Nordamerika. Bisschen irritierend für mich war, dass auf der einen Seite hier steht, dass Asien doch, dass es sehr viele Geschäfte in Asien gibt auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich hier kein Asien. Da steht nochmal was von China und dass China hier in AWAS drin wäre. Aber ihr seht ja schon, dass die Umsätze relativ niedrig sind hier im Vergleich zu beispielsweise Japan. Und das hat bei mir erstmal ein Fragezeichen ausgelöst. Ich lasse das mal einfach so im Raum stehen. Also ich habe das jetzt nicht herausgefunden, woran das da liegt, wo da diese Widersprüchlichkeiten herkommen. Gehen wir mal zum Dividenden-Turbo und der wird natürlich was sagen, dass die Dividende relativ hoch ist im historischen Vergleich, sonst wäre ja der Fair Value-Dividende nicht deutlich über dem aktuellen Kurs. Da seht ihr das Ganze eben hier, dass die Dividende, die beträgt momentan 2,2% knapp. Nein, Quatsch, 2,6% knapp. Und da muss man schon eine Weile zurückgehen bis 2012, damit es mal höher war. Und es gab auch mal Zeiten, da hat man für die Aktie eine Dividendenrendite nur gekriegt von unter 1,5%. Jetzt also wieder deutlich drüber. So, gehen wir mal in den Aktienfinder rein und gucken uns die Kennzahlen an. Jetzt habe ich aus Versehen auf Diageo gedrückt. Wunderbar, aber auch egal. So. Woher die Unternehmen sind, das wisst ihr, glaube ich, bereits. Hier nochmal vielleicht interessant, immer die Marktkapitalisierung, dass man sieht, wie groß die einzelnen Spieler hier sind. Diageo mit Abstand der größte, mit 90 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Reckitt Benckiser hätte dann 48 Milliarden und 7E Holdings 27,5 Milliarden. Also auch kein Zwerg, aber im Vergleich zu den anderen zwei doch deutlich kleiner. Bei der Dividendenrendite. Ah, ich muss ja noch diesen Dividenden-Benchmark zeigen. Ne? Machen wir gleich. Bei der Dividendenrendite Reckitt Benckiser 2,8%, also relativ hoch. Diageo 2% und in der Mitte 7E Holdings mit 2,6%. So, und hier sind wir jetzt im Dividenden-Benchmark. Diageo haben wir hier schon angezeigt. Eine wunderbar steigende Dividendenrendite bzw. Dividende. Kann man auch überhaupt keinen Unterschied optisch festmachen zwischen dem, was die Analysten prognostiziert haben und wann dann der Algorithmus anfängt zu rechnen. Es geht einfach so wie am Lineal gezogen weiter. Dann gucken wir auch mal 7E Holding an. Das sieht schon mal ein bisschen anders aus. Da sagt mir Algorithmus, dass das Dividendenwachstum abflauen würde. Und gucken wir uns jetzt mal noch Reckitt Benckiser an. Nehmen wir auch mal dazu. Da ist es nicht ganz so, aber auch entsprechend ähnlich ausgeprägt. Da flacht dann auch die Dividendenrendite etwas ab. Aber nach wie vor über der von 7E Holdings. Ja, also hier im Jahr 2031. So, also ich lege nicht meine Hand ins Feuer, aber das ist die Prognose. Ab da würde also Diageo mit 4% Dividendenrendite dann davonziehen. Reckitt Benckiser hätte da auch 4% Dividendenrendite und 7E Holdings knapp 3,5% Dividendenrendite. Und 2040 immerhin 5,7% schon für Diageo. Das also der Dividendenbenchmark. Dann gucken wir hier nochmal, was die Sicherheit der Dividende angeht, haben wir hier die Ausschüttungsquoten auf den Gewinn und auf den Free Cashflow. Free Cashflow im Normalfall sinnvoller als der bilanzierte Gewinn und alles im grünen Bereich. 7E Holdings, die niedrigste Ausschüttungsquote, 40%. Und jetzt schon Reckitt Benckiser, knapp über 50% beide.
Dann haben wir hier die Dividendenhistorie bei den Japanern. Das ist nicht so wichtig. Da kann man auch mal die Dividende konstant halten. Haben wir da unten gesehen. Auch seit 12 Jahren nicht gesenkt. Und bei Diageo 21 Jahre Dividendensteigerung am Stück. Werden eventuell irgendwann mal, also in 4 Jahren, in die Riege der Dividendenaristokraten aufsteigen. Und dann sehen wir hier die Steigerungsraten. Nirgends zweistellig. Ist ja aber auch nicht wirklich überraschend. Also wir sind hier im nicht zyklischen Konsumbereich. Da ist das, denke ich, doch relativ in Ordnung, wenn wir da irgendwo mittleres oder hohes einstelliges Dividendenwachstum haben, und das dominiert ja. Und da macht Diageo auch die beste Figur. Das haben wir auch hier quasi dann im Dividendenbenchmark gesehen, dass die Steigerungsraten relativ hoch sind, konstant und hoch sind. 7% im Schnitt der letzten 10 Jahre, auf die letzten 5 Jahre auch im jährlichen Mittel 7%, geschätzt sogar 9%. Und stabile Dividendenzahler sind es aber nichtsdestotrotz alle drei. Soweit zu den drei Aktien. Dann würde ich sagen, stimmt mal bitte ab und sorgt dafür, dass wir ein Aktienstarterdepot kriegen, die weder aus den USA noch aus Deutschland stammt. Der Diversifikation willen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.